gilt als Hidden Champion. Rund 650 Mitarbeiter sind in Hamla im Donau-Ries beschäftigt. Das sind mehr als dreifach so viele, wie in dem Dorf überhaupt leben. Und das Unternehmen will dem Standort auch weiterhin treu bleiben. Was genau für die Zukunft geplant ist, darüber spreche ich heute mit dem Standortleiter Egbert Wenninger. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank. Jeder in der Region hat schon mal etwas von Grenzebach gehört, aber was Sie so genau machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Können Sie das mal in kurzen Worten beschreiben? Sehr gerne. Es freut mich, dass wir bekannt sind in der Region. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, gegründet 1960 mit 7 Mitarbeitern, damals von Rudolf Grenzebach, und sind gewachsen heute auf weltweit ca. 1600 Mitarbeiter und haben mittlerweile Standorte, Fertigungsstandorte in Deutschland, in Rumänien, in China und in den USA. Und Geschäft betreiben eigentlich in drei wesentlichen Bereichen. Das eine ist das Thema Glas. Und wenn ich sage Glas, heißt es nicht, dass wir Glas produzieren, sondern Maschinen und Anlagen für die Herstellung von Glas und die Weiterverarbeitung. Da gehört auch Photovoltaik dazu. Der zweite Bereich ist das Thema Baustoffe. Das sind überwiegend Gipskartonplatten, die wir da auf unseren Anlagen herstellen, aber auch Furniere. Und der dritte Bereich ist Intralogistik. Das wären fahrerlose Transportsysteme für den Warentransport und die Versandlogistik. In Ihrem Firmennamen steckt ja neben dem Familiennamen Grenzebach auch das Wort Maschinenbau. Ist es dann überhaupt noch zeitgemäß? Ich würde sagen ja, definitiv, weil es fängt eigentlich alles mit den Maschinen und Anlagen an. Es hat sich aber der Schwerpunkt etwas verschoben, würde ich mal sagen. Die Maschinen sind immer noch die Basis, aber das Thema Software, Digitalisierung und Intelligenz gewinnt natürlich Bedeutung. Aber am Ende geht es immer auf die Maschine zurück. Ein Bereich Ihres Kerngeschäfts ist ja der Anlagenbau für die Produktion von Flachglas. Das haben Sie ja vorhin schon angesprochen. In Zukunft wollen Sie sich aber breiter aufstellen und auch auf Nachhaltigkeit setzen. Was heißt das denn konkret? Also Nachhaltigkeit hat bei uns natürlich viele Facetten. Das beginnt mit Nachhaltigkeit in der Kundenbeziehung. Und da wollen wir uns weiterentwickeln. Also wir wollen weg vom klassischen Lieferanten, wir liefern die Anlage und das war's, sondern wir wollen wirklich so ein Reisebegleiter werden für unsere Kunden. Beratung im Vorfeld, Lieferung der Anlage und dann das Begleiten über die gesamte Lebenszeit. Das ist das, was die Kunden erwarten. Nachhaltigkeit aber auch nach innen, was unsere Mitarbeiter anbelangt, also Ausbildung, Weiterbildung, interessante Arbeitsplätze und dann natürlich Nachhaltigkeit bei Umweltthemen. Also wir haben uns vorgenommen, bis 2025 am Standort CO2-neutral zu werden, haben mittlerweile nur Grünstrom, werden die Photovoltaik ausbauen, stellen die Flotte auf Elektromobilität um und denken auch darüber nach, demnächst möglicherweise eine Hackschnitzelheizung für das gesamte Werk anzuschaffen und damit wären wir dann CO2-neutral. Ich habe auch gelesen, dass Sie sich mit Green Tech beschäftigen. Mit dem Begriff kann ich jetzt wenig anfangen. Was ist das denn genau? Ja, das Thema Kreislaufwirtschaft und erneuerbare Energien steckt eigentlich dahinter. Das beschäftigt uns schon seit geraumer Zeit. Und als Beispiel zwei Themen. An unserem Standort in Bad Hersfeld befassen wir uns mit dem Thema Phosphatrecycling. Das ist was, was eigentlich alle Kommunen heute, die Kläranlagen betreiben, beschäftigt. Wird heute verbrannt, ist teuer und man verschwendet einen wertvollen Rohstoff. Und da sind wir jetzt eben dann in der Lage, eine Recyclinganlage anzubieten, um diesen sag mal, wertvollen Rohstoff zurückzugewinnen. Und das andere Thema ist erneuerbare Energien. Da gucken wir eben in die Produktion von Solarmodulen und da beschäftigen wir uns mit farbigen Solarmodulen. Das ist auch was Neues, was wir beginnen werden. Und ich habe auch gelesen, dass Sie einen Standort in Augsburg haben und dort etwas ganz anderes machen. Was machen Sie denn da? Ja, in Augsburg ist die Grenzebach Digital. Genauso wie viele andere Unternehmen beschäftigt uns das Thema Digitalisierung. Und deswegen haben wir einen eigenen Standort gegründet. Wir brauchen da, ich sag mal, auch andere Talente, andere Profile. Und da sind wir eben der Meinung, dass wir das in Augsburg besser können. Und wir haben es auch bewusst, sagen wir, ein Stück weit von der Maschinenbau weggelöst, sagen wir, um da Freiraum zu schaffen. Und da entwickeln wir eine eigene Plattform, mit der wir also Daten von unseren Anlagen sammeln und mit intelligenter Software und künstlicher Intelligenz dann die Anlagen besser machen. Können Sie noch abschließend sagen, wo geht denn die Reise in Zukunft für Grenzebach hin? Ja, also wie gesagt, das Thema Kunden in unserem Mittelpunkt ist sehr wichtig. Wir stellen definitiv fest, dass sag mal, local for local stärker wird. Also die gewisse Abschottung China, USA, Europa, die Märkte an und für sich werden da unabhängig. Also ich sag mal, diese lokale Präsenz und die Nähe zum Kunden
Und sag mal immer, die Neugier auf Neues, das wird uns in Zukunft antreiben. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Ebenfalls bei mir ist auch Barbara Meyer, HR-Business-Partner der Grenzebach-Gruppe. Was mich da jetzt interessieren würde, wie kriegt man denn ein junges Talent nach Hamla, wenn einem schon Augsburg zu ländlich ist? Das ist eine sehr gute Frage, weil die stellen wir uns tatsächlich auch selber immer. Aber ich denke, in erster Linie ist es wirklich die Leidenschaft für Technik und Innovation bzw. neue Technologien, die vor allem junge Talente auch zu uns, sogar nach Hamla zieht. Und da ist es vor allem auch, denke ich, spannend, gerade junge Talente, ob es ja jetzt über ein Praktikum, über eine Abschlussarbeit oder dann eben auch über einen Direkteinstieg nach dem Studium bei uns einsteigen, einfach wirklich aktiv mitgestalten zu können, auch die Produkte und die Technologien hautnah mitzuerleben und da wirklich was selber bewegen zu können. Wie betreiben Sie denn Recruiting genau? Also machen Sie lieber eine Printanzeige oder doch auch über Social Media? Ich würde sagen, das ist schon ein bisschen positionsabhängig. Also gerade im Bereich der Ausbildung sind wir doch noch sehr in den Printmedien unterwegs, beziehungsweise gehen auch mal eben auf Schulen zu, veröffentlichen da auch in Klassenberichten mal was. Wenn es aber in die Richtung Professionals, Direkteinstieg oder eben Berufserfahrene geht, da sind wir gerade schon eher im Bereich Social Media unterwegs und gehen eher wirklich in das Online-Recruiting. Jetzt haben Sie ein junges Talent gefunden, aber wie halten Sie denn Fachkräfte jetzt? Da bieten wir wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich persönlich nochmal bei Grenzebach weiterzuentwickeln, sei es im Rahmen von der Grenzebach Academy. Das heißt, wir haben ein vielfältiges Weiterbildungsprogramm, wir haben einen Online-Schulungskatalog, man kann sich über Web-based Trainings einfach mal in verschiedene Themen schon mal einlesen, erste Eindrücke sammeln. Wir haben auch die Möglichkeit, eben für junge Talente beispielsweise mal ins Ausland zu gehen, sei es wirklich im Rahmen von einem internationalen Praktikum an einem anderen Unternehmensstandort oder dann auch mal als Expat für mehrere Jahre an einen anderen Standort von unserer Firmengruppe zu gehen. Und wir haben auch ein breit gefächertes Gesundheitsprogramm, wo wir wirklich viel unseren Mitarbeitern anbieten möchten, einfach weil wir sagen, der Mitarbeiter muss gerne bei Grenzebach sein und das leben wir auch. Und vor allem das gelebte Miteinander, denke ich, ist es eines der größten Güter, die wir auch bei Grenzebach haben. Und dann ist es auch gar nicht so schlimm, dass der Standort in Hamla ist. Ja, genau. Dann kommt man sogar als junges Talent zu uns nach Hamla. Super, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Gerne.